So, perfekt, der Call und die Aufzeichnung läuft. Dann gehen wir gleich rüber zur nächsten Frage. Und zwar, ich habe einfach, das Ding ist ja, viele Leute reden ja immer über dieses sogenannte Gewinner-Mindset, dieses starke Mindset, der denen sagt gern Bulletproof-Mindset und. Ja. Warum ist das genauso wichtig in dem Business und was verstehst du darunter? Wie würdest du das Ganze erklären, warum das so wichtig ist und was es ist? Also Fakt ist erstmal, wenn man noch kein sogenanntes Bulletproof-Mindset hat, erstmal an die Definition ranzugehen. Was bedeutet das überhaupt? Also sprich tatsächlich, was ist Bulletproof-Mindset und wie definiert sich sowas? Und ich glaube, ich kann das, glaube ich, ganz gut erklären, weil nämlich am Anfang war ich jemand, der sehr viel auf die Meinung anderer Menschen gegeben hat. Wenn also du jetzt mein Freund gewesen wärst, zu dem Zeitpunkt, wir würden zusammen Fußball spielen meinetwegen und ich starte Network Marketing, ich hätte dir davon erzählt und du hättest gesagt, ah, Schnibbelsystem funktioniert nicht, ah, hast du schon die Artikel gelesen und das und hier und da, dann hätte ich mich sehr schnell beeinflussen lassen von dir. Warum? Weil ich ein Stück weit dir gefallen wollte. Vielleicht, also das ist ja ein großes Problem bei vielen Leuten da draußen, die wollen dann besten Freunden gefallen, der Familie gefallen oder der Freundin gefallen oder was auch immer. Ich habe damals das Problem gehabt, dass ich immer so everybody's darling sein wollte. Ich wollte so der Hero für alle sein, so ein bisschen. So, ich wollte niemanden anpissen, ich wollte nicht irgendwie jemandem vor die Füße treten, ich wollte immer everybody's darling sein und das war immer, ich stand mir immer selber so ein bisschen im Weg. Plötzlich kommt Network Marketing um die Ecke und sagt, hey, es wird Menschen geben, die dir sagen, das ist scheiße, was du tust. Und auf einmal muss ich mich als in meinem Charakter und in meinem Dasein völligst verändern, weil ich habe ja jedes Mal, wenn der Wind von rechts kam, habe ich mich da reingestellt. Wenn der Wind von links kam, habe ich mich da reingestellt. Und wenn der Wind frontal kam, habe ich mich geschützt. Heißt also, in der Definition her, haben, glaube ich, viele Menschen das Problem, dass sie anderen Menschen gefallen wollen, weil sie Angst haben vor der Wahrheit von anderen Menschen. Wisst ihr, was die pure Wahrheit, zumindest meiner Definition nach, ist? Jedes einzelne Mal, wenn jemand dir Feedback gibt und es ist nicht konstruktiv, dann hat die Person, die dir gegenüber ist, einfach nur Angst, dass du der Spiegel ihrer Träume bist. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Mir ist nämlich eine Sache aufgefallen. Ich habe so ungefähr am Anfang, ihr kennt das ja alle, man macht so seine Liste an Menschen und dann fällt einem auf, oh, den kennst du noch und den kennst du noch und den kennst du noch. Und ich habe so ungefähr, das waren so 20 Leute damals, vielleicht 25, die ich aufgeschrieben habe, wo ich gesagt habe, boah, ey, guck mal hier, der Marco und der und der und der. Wenn die starten, sind wir nächste Woche Millionär. Das war immer so in meinem Kopf drin. Ich sage, diese 20, diese 25, die machen sofort mit, weil das sind ja die, mit denen ich jeden Freitagabend saufen gehe. Natürlich, sind ja die besten Freundschaften. Das sind die, mit denen ich immer abhänge, die machen alles. Ja. Und dann habe ich eine Sache festgestellt, dass die vermeintlichen Freunde, die ich Freunde nannte, auf einmal die waren, die versucht haben, alles auszuhebeln. Die haben versucht, mir alles schlecht zu reden. Die haben auf einmal gesagt, ey, die haben eine ganze Nacht damit verbracht, kein Scheiß jetzt, die haben eine ganze Nacht damit verbracht, von gutefrage.net mir in einem Word-Dokument zu schicken, was alles schlecht ist an unserer Firma. Eine ganze Nacht lang. Und dann habe ich den größten Fehler gemacht, dann habe ich mir es auch noch durchgelesen. Dann habe ich denen eine Nachricht geschickt. Ich sage, denen, hast du das schon gelesen? Guck mal, da gibt es Verfahren und guck mal, hast du das schon gesehen? Und guck mal hier und guck mal da und allen drum und dran. Und ich dachte mir so am Anfang immer, ich sage, ey, die Leute, die können mir doch jetzt nicht jahrelang, können die mir doch jetzt nicht irgendeine Scheiße vorgegaukelt haben. Das kann doch nicht jetzt sein, dass das alles Menschen sind, die irgendwie nur Böses wollen quasi oder nichts Gutes mir wollen. Das sind doch meine Freunde gewesen, mit denen ich Tag und Nacht unterwegs war und ja. Heute sind von diesen 25 genau 2 übrig geblieben. 2. 2, mit denen ich tatsächlich im Kontakt bin. Und mein innerer Kreis an Menschen, mit denen ich wirklich viel Zeit verbringe, sind vielleicht 5. Wenn überhaupt. Und ich dachte immer früher, ich muss ja irgendwie 100 Leute irgendwie haben, die alle cool mit mir sind.
Was ist das Learning davon? Und was ist für dich, vor allen Dingen für dich das Learning? Fakt ist, egal, es gibt dieses dumme Sprichwort, aber es gibt es halt, egal wie du machst es falsch. Weil irgendjemand wirst du immer vom Kopf stoßen. Ob du es willst oder nicht. Stell dich einfach darauf ein, du wirst jemanden vom Kopf stoßen. Und du wirst vor allen Dingen Gegenwind bekommen, wenn du anfängst, deine Träume zu leben. Heute feiern sie Daniel. Heute feiern sie Stefania. Heute feiern sie einen Andreas Küffner, einen Marco Wirth. Und wie sie alle heißen. Aber frag die doch mal alle, unabhängig von diesem Call, wie es denn am Anfang war. Bist du denn verrückt? Du kündigst deinen Job. Ist doch sicher. Aber Network Marketing, das ist doch dieses Schneeballproblem. Das ist doch dies, das ist doch das, das ist doch hier. Immer wieder die gleiche Historie. Immer wieder. Aber heutzutage schauen sie alle auf das Ergebnis, weil alle immer nur das Ergebnis wollen. Die meisten Menschen sind nicht bereit, den Weg zu gehen. Und egal, welche Namen ich gerade genannt habe, alle diese Namen, die waren alle bereit, den Weg zu gehen. Alle. Jeder einzelne davon, die waren bereit, den Weg zu gehen. Sie waren nicht am Resultat interessiert. Sie sind am Prozess interessiert. Und wenn ihr eine Sache bitte heute mitnehmt von diesem Call, dann, keine Ahnung, tätowiert es euch irgendwo hin oder prägt es euch in euren Kopf ein. Seid nicht am Rang interessiert des Diamonds. Seid nicht am Rang Ruby. Seid nicht am Rang Sapphire. Seid daran nicht interessiert, sondern seid am Prozess und am Größerwerden interessiert. Versteht ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich rückblickend nach 4,5 Jahren am spannendsten finde? Ist nicht, dass man mit einem Diamond über 1 Million im Jahr verdient, sondern ist die Person, die ich vor 4,5 Jahren war und die Person, die ich heute bin. Wie bin ich zu dieser Person geworden? An welchen Stellschrauben habe ich angefangen zu drehen? Weil das ist das, was wirklich viel Geld wert ist. Der Diamond ist Geld wert, gar keine Frage, weil das direkt monetär ausgezahlt wird. Aber was viel mehr Geld wert ist, ist die Person, die du geworden bist. Heißt also, du musst dich darauf einstellen, und jetzt kommt das Bulletproof Mindset rein, dass egal was kommt, das kommt hier auf deine Brust und schlägt direkt wieder weiter. Kommt auf deine Brust und schlägt direkt wieder weiter. Das ist wie eine Schutzweste. Weil du für dich selber darfst an deine Träume und an deine Vision und an dem, was du in deinem Leben für ideal hältst, festhalten. Du darfst das. Wer hat uns denn, an welchem Punkt in unserem Leben hat uns denn irgendjemand irgendwo mal vorgeschrieben, dass wir nicht an unseren Träumen irgendwann arbeiten dürfen? Ich kann euch genau sagen, wann das war. Und zwar, als ihr vor die Wahl gestellt worden wart oder wurdet, macht ihr euer Abitur, eure mittlere Reife, eure Hauptschule oder gar keinen Abschluss. Weil da habt ihr euch, da haben eure Eltern für euch entschieden, ob ihr ein Leben in Abhängigkeit oder ein Leben in Abhängigkeit lebt. Und plötzlich kommt der Marco nach Hause und sagt, hallo, ich habe eine neue Nachricht. Ich bin jetzt, hallo, wir werden jetzt alle erfolgreich. Dass das erstmal Missmut ausstrahlt, ist ja völlig normal. Aber die Wahrheit ist die, dass das der richtige Weg ist. Das ist zu 100% der richtige Weg. Und wenn du für dich selber, heutzutage ist es so, erstens, jeder, der mir quer kommt, im Sinne von, der wirklich gegen mich schießt, im Sinne von, hey, das ist völliger Blödsinn, den du da machst, bla 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 bla, dieser ganze Wahnsinn, ich block halt einfach alles weg. Also ich blocke die Leute und wenn es Familie wäre, ist mir egal. Ich blocke sie weg. Denkt sich jeder so, oh mein Gott. Die Wahrheit ist aber die, dass das halt eben einfach toxisch ist. Und wenn du Toxisches in dein Leben reinlässt, vergiftest du deinen Körper. Du vergiftest deinen Tag, du vergiftest dein Network-Marketing-Geschäft. Ich habe einfach alles weggebannt. Wirklich, ich war, aber nicht jeder muss so sein wie ich. Ich kann ja nur von meiner Erfahrung, vielleicht hat jemand einen Mittelweg gefunden, der für dich funktioniert. Super, ich habe einen Weg kennengelernt, ich bin schwarz oder weiß, ich bin keine Grauzone. Wenn jemand mir kommt und gegen das schießt, was ich mache, Block. Und das könnte auch Familie sein. Die haben zum Glück von Anfang an direkt ein Warnsignal von mir bekommen. Als ich nämlich die ersten aus der Familie weggeblockt habe und dann gefragt haben, warum ist das so? Und dann habe ich einfach gesagt, ja, entweder ihr redet mit der Person oder ihr redet nicht mehr mit der Person. Und das ist meine Lösung dafür. Das ist nicht die Lösung für alle hier drin, gar keine Frage. Aber die Wahrheit ist die,
dass wenn du jeden, stell dir mal Folgendes vor, ich will dir mal eine übliche Szene aus einem Network-Marketing-Alltag geben. Du wachst morgens auf, montags morgens, gehst zu einer Arbeit, die dir, also zumindest bei 69% aller Deutschen, die alle nur Arbeit nach, die Arbeit einfach nur nach Vorschrift machen, Fakt ist, du gehst zu einer Arbeit, die dir nicht Spaß macht und musst dich mit einem Chef auseinandersetzen, den du nicht magst. Jetzt kommst du nach Hause und fängst an, Network Marketing zu machen und deine Freundin sagt zu dir, aber Schatz, jetzt verbringst du ja schon wieder keine Zeit mit mir. Oder deine Mama sagt, hey, die Oma hat nächsten Samstag Geburtstag, da ist aber gerade irgendwie vielleicht ein Online-Event oder was auch immer und du sagst, hey, kann ich nicht, weil das heißt, ihr seid ja nonstop am Kämpfen. Wenn man einmal den Punkt macht und sagt, hey, pass mal auf, Leute, das ist ganz einfach. Ich nehme mein Leben selber in den Griff und ihr müsst damit leben. Wenn ihr nicht damit leben könnt, dann ist das euer Problem, weil ich kann damit leben, dass ihr das Leben lebt, was ihr lebt. Aber ich möchte meins nicht so abfinden lassen, wie ich es habe. Und ich habe das für mich damals entschieden, und da kommen wir zurück zur Frage, als ich damals gesagt habe, ich bin verantwortlich für mein Leben, ich bin verantwortlich für das, was ich tue, ich bin verantwortlich für das Geld, was ich verdiene, ich bin verantwortlich für Luxus oder kein Luxus. Und als ich das getan habe, hat sich dieses Bulletproof-Mindset entwickelt. Das ist übrigens nichts, das ist nicht wie auf der PlayStation, du drückst irgendwie Kreis und R1 und auf einmal hast du den Schutz. Das geht nicht. Das dauert 1, 2, 3 Jahre. Bei Leuten, die älter sind, oft ein bisschen kürzer, weil die einfach mehr Lebenserfahrung haben. Bei Leuten, die gerade 18, 19, 20 in den 20ern sind, die gerade frisch aus dem Berufs- oder ins Berufsleben reinsteigen, ist es oft so, dass es tatsächlich ein bisschen länger dauert. Das ist ein ganz normaler Prozess. Und so entwickelst du Bulletproof Mindset, indem du selber, du musst dein Ziel im Leben kennen. Egal, wen ich frage hier drin, ich bin mir sicher, von den 28 Menschen, die hier drin sind, wenn ich jedem fragen würde, hey, was ist dein Ziel hinter dem Ziel? Ich spreche nicht von Geld, vom Lambo, ich spreche nicht von, scheiß mal auf das ganze Monetäre. Was ist das Ziel hinter dem Ziel? Was steckt da mehr in dir drin? Wofür brennst du genau? Ich bin mir sicher, von 28 Menschen hier drin finde ich 20, die das nicht beantworten können. Warum? Weil die meisten sich nicht damit beschäftigen. Und wenn du das gefunden hast, dann dein Vehikel findest mit Network Marketing, dann kann dir keiner was. Niemand. Niemand. Das ist Bulletproof Mindset, in meinen Augen. Ja, sehr spannende Sache. Ich glaube, jeder kennt diese Menschen, die dann gegen einen schießen und eigentlich überhaupt nicht an einen glauben, obwohl man immer dachte, okay, das sind genau die Leute, die immer hinter einem stehen. Aber absolut. Ja, so ist es halt einmal. Die nächste Frage, und ich glaube, das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich meine, viele Leute sehen dich jetzt heute als Diamond Director und. Viele denken sich wahrscheinlich noch immer, der hatte nur Glück oder der hatte die richtigen Leute um sich herum, was auch immer. Ja. Und über das Thema Durchhaltevermögen haben wir schon, oder hast du schon ein bisschen gesprochen. Aber ich würde gerne dieses Thema, einfach die richtigen Skills zu haben, ansprechen. Ja. Und jetzt nicht nur, dass man sagt, okay, man braucht halt die richtigen Skills, sondern einfach so 2, 3 grundlegende Sachen, die man deiner Meinung nach einfach wirklich braucht, um bis zum Erfolg zu kommen und da wirklich durchziehen zu können, sage ich jetzt mal. Weil, dass man einfach dranbleiben muss, um dorthin zu kommen, ist klar. Ja? Aber man kann sich natürlich helfen, indem man sich den einen oder anderen Skill einfach früher aneignet, als es viele andere gemacht haben, die einen längeren Weg hatten. Und da vielleicht ein paar Inputs von dir. Also ich glaube, das ist eine spannende Frage, weil es gibt kein, zumindest glaube ich das nicht, es gibt kein Portfolio, was man irgendwie abarbeiten kann, glaube ich, wo man sagt, okay, hey, pass mal auf, da musst du einen Haken dran machen, da musst du einen Haken dran machen, da musst du einen Haken dran machen. Also nicht so wie Module, die man durcharbeiten muss und sagt, okay, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, um die perfekte Suppe zu kochen, wenn man das jetzt mal vergleichen möchte. Ich glaube, dass ganz, 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 ganz viel erstmal mit dir. Also Fakt ist, wenn wir mal 2 Positionen uns angucken würden, und zwar einmal du selbst und das Vehikel. Sprich, wo willst du als Person hin? Und dann hast du überhaupt das richtige Vehikel gefunden. Weil, ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe gerade eben eine Grafik angefertigt. Da passt das eigentlich ganz gut rein. Und zwar, es gibt eine Formel. Und zwar ist sie ganz einfach erklärt. Und zwar, es gibt eine Formel, die nennt sich Breakout und Break Free. Beziehungsweise Breakthrough, wenn man so möchte.
Breakout ist der Anfangspunkt, an dem man steht. Der aktuelle Ist-Zustand. Also jeder, der gerade irgendwie zu Hause ist und was zu schreiben hat, kann ich nur empfehlen, das aufzuschreiben. Und zwar, du hast einen Punkt, an dem du stehst, das nennt sich Breakout. Also von wo in der Situation aktuell stehst du? Und jetzt machst du einen langen Pfeil auf die andere Seite und jetzt nennst du das auf der anderen Seite Arrival. Breakout und Arrival. Escape and Arrival. Ausbrechen und ankommen. Sprich, von wo willst du ausbrechen und wo willst du ankommen? Und dazwischen gibt es ja jetzt eine große Lücke. Ich gebe dir ein Beispiel. Du hast aktuell einen Job, der dir nicht Spaß macht. Dann schreibst du das bei Breakout rein. Da willst du weg von. Job kündigen wäre das Arrival. Und dazwischen müssen jetzt die Maßnahmen getroffen werden, die Skills gelernt werden, die du brauchst, um ankommen zu können. So funktioniert übrigens im Leben ganz, ganz viel. Du bist übergewichtig, du willst schlank sein. Du hast eine ungesunde Beziehung, du möchtest eine gesunde Beziehung. Wie komme ich also von Punkt A nach Punkt B? Das ist die Frage. Und jetzt geht man hin und klamüsert das mal ganz Stück für Stück für Stück für Stück für Stück auf und sagt, hey, pass mal auf, ich möchte Network-Marketing-Profi werden. Jetzt kann man das sich einfach machen und zwar Eric Worre nehmen. Dann nimmt man sich das Eric Worre GoPro Buch. Da gibt es 7 Kapitel drin und dann geht man diese 7 Kapitel einfach einmal durch. Kleines Beispiel. Für alle, die GoPro noch nicht gelesen haben, das ist die Bibel im Network-Marketing. Heißt also, man fängt bei Kapitel 1 an, schreibt sich das mal dahin, Kapitel 2, Kapitel 3, 4, 5, 6 und 7. Und dann schreibt man darunter, was dort gelernt wird. Thema Einladen, Thema Promoten, Thema Present Your Business Daily. All diese Geschichten. In meinen Augen ist die Formel, um überhaupt sich mal einen Plan im Leben zu schreiben, was man überhaupt alles lernen möchte. Und jetzt sollte man sich in meinen Augen 2-3 Jahre lang dafür Zeit geben, all diese Dinge zu perfektionieren. Dazu gibt es Trainingscall von Unity Global, dazu gibt es die Unity Global World, dazu gibt es Teamcalls, dazu gibt es sowieso Konversationen, die man, also alle Ressourcen zu nutzen, die man zur Verfügung gestellt bekommt. Ich war zum Beispiel 3,5 Jahre lang, ich habe 3,5 Jahre lang kein einziges Event verpasst, ob online oder offline. Kein einziges, 3,5 Jahre lang. Ich habe in Dubai gelebt. Und in Europa, in Deutschland waren die meisten Events. Ich war broke. Ich habe kein Geld gehabt. Ich war trotzdem bei jedem Event. Ich war bei jedem Event. Bei jedem. Das war natürlich alles vor Corona. Gar keine Frage. Bei jedem Event. Ist halt auch spannend. Heißt also Folgendes. Ich glaube, dass eine Sache wichtig ist. Und zwar einmal den Ist-Zustand zu erkennen für sich selbst. Guck mal, viele von euch kennen Tony Robbins. Die wenigsten von euch kennen wirklich Tony Robbins. Und zwar, was ich damit meine, ist, was der überhaupt da redet. Der redet, also was der sagt und wie der das sagt. Kannst du mir ein Wasser bringen, Bro? Danke dir. Was der sagt und wie er es sagt. Die meisten Menschen hören nur bla 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 und schreiben einfach nur stumpf mit. Die wenigsten Menschen nehmen das mal rein und verwerten das für einen. Und das, was er sagt im Prinzip ist, hey, stell dir doch mal bitte die richtigen Fragen in deinem Leben. Wenn du dir die richtigen Fragen in deinem Leben stellst, wird sich auch die Qualität deines Lebens nämlich verbessern. Heißt, aktuelle Ist-Situation. Wo befindest du dich gerade und was ist so richtig scheiße? Was möchtest du nicht mehr im Leben? Sind es Freunde? Sind es Menschen in der Familie? Sind es dumme Kommentare? Ist es die Wohnung, in der du lebst? Ist es das Geld, das du verdienst? Ist es der Job, den du hast? Ist es die Chefin, die du hast? Ist es die sind es die Arbeitskollegen? Was ist die Situation aktuell, die du richtig, richtig, richtig schlecht findest? Dann einen Actionplan zu schreiben, um dementsprechend anzukommen und dann die Punkte abzuarbeiten. Heißt, jetzt kommt einer der größten Punkte. Nach der Ist-Situation ist Durchhaltevermögen angesagt. Weil das ist einer der... Wir leben in einer Gesellschaft, wo weggeworfen wird. Jeden Tag. Wir werfen Ideen über Bord. Einfach so. Wir werfen Beziehungen über Bord. Einfach so. Das macht jemand einen Fehler. Oh, vorbei.
Wir leben in einer Gesellschaft, wo direkt der Traum über Bord geschmissen wird. Ich starte Network Marketing, spreche mit meinem besten Freund Marco. Marco sagt, alles scheiße, was mache ich? Werf alles über Bord. Ja, aber warte mal. Vor 3 Tagen, als ich doch mit meiner Upline zusammensaß, dann hat der mir die Fragen gestellt, die ich eigentlich hören wollte. Und zwar folgende Fragen. Wo willst du hin im Leben? Was willst du erreichen? Hast du Bock auf deine Träume, auf deine Vision? Hier ist dein Vehikel, Network Marketing. Ja, machen wir alle. Komm, lass uns arbeiten, allen drum dran. Auf einmal kommt der beste Freund, sagt, alles scheiße, über Bord geschmissen. In der Gesellschaft leben wir heute. Das ist aber auch der Grund, warum die meisten Menschen einfach nicht erfolgreich werden. Es wird unbequem, sie gehen woanders hin. Es wird unbequem, sie gehen woanders hin. Es wird unbequem, die wenigsten Menschen gucken in den Spiegel und sagen, vielleicht lag es auch an mir. Ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Das heißt, Durchhaltevermögen, also Ist-Zustand analysieren, Durchhaltevermögen und wirklich das ganze Ding mal planen. Weil die meisten Menschen laufen rum wie ein kopfloses Huhn. Laufen rum und haben überhaupt gar keinen Plan. So, also mit einer der absolut planungsorientiertesten, die ich hier kenne, ist der Mario, den ich hier gerade sehe. Da ist alles geplant. Und zwar auf den Tag genau. Auf den Tag genau, was welchen Tag gemacht wird. Seitdem der Sapphire Elite ist, ist er aber auch bezahlt als Sapphire Elite. Zack. Der plant das Ding aber auch durch. Und das ist das Tolle daran. Kann ich nur jedem empfehlen. Also, Ist-Situation, wirklich überhaupt mal sich darüber Gedanken zu machen, wohin man möchte. Durchhaltevermögen, ganz, ganz wichtiger Punkt. Nächster Punkt ist wirklich die Skills zu lernen, die es braucht im Network Marketing. Und da gibt es 7 Stück. Einfach Eric Worre, brauchen wir jetzt nicht alle 7 durchgehen. Eric Worre durchlesen oder auch als Hörbuch. Das sind diese 7. Wenn ich kurz was einwerfen darf, wer es noch nicht hat, sollte sich echt das Ganze gönnen und sich einfach wirklich die Unity Global Pro Version holen. Das ist einmal so das Absolut. Mindeste. Und ich meine, es gibt doch nichts Geileres, dass von unserem Daniel Fire, Triple Diamond Director, ein komplettes Ausbildungssystem umsonst, also nicht umsonst, sondern gratis, in der Unity Global Pro Version drinnen ist, was normalerweise da draußen $5,000 bis $7,000 kostet und er uns das einfach schenkt, weil er sagt, okay, jeder, der in seinem Team ist, soll auch die gleichen Voraussetzungen und gleichen Möglichkeiten haben. Also checkt euch das, holt euch das, es ist absolut gut investiertes Geld, es sind 50 Euro pro Monat oder eben, wenn du es sogar jährlich bezahlst, nur ich glaube 34 oder so, aber das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, was man sich auf jeden Fall auch checken sollte, weil es auch wirklich auf die Zeit, wie ist es heute und Eric Worre ist geil, Eric Worre ist die Bibel, ja, GoPro ist die Bibel, aber ich glaube einfach, dass Daniel so wirklich diese Sachen von heute auf den Punkt anspricht und da wirklich ganz genau ins Detail jedem weiterhelfen kann. Die 2 Punkte, die du gerade ansprichst, sind super, super wichtig und ich habe es gerade am Anfang gesagt, ich war noch nie auf irgendeinem anderen Network-Marketing-Training, Coaching, Vertriebstraining, ich war noch nie bei einer Vertriebsoffensive von Dirk Kräuter, ich war bei keinem Personality-Coaching, wie auch immer das von Tobi Beck heißt und, war ich nicht. Ich war bei jedem Unity Global Event, ich war bei jedem Training, ich habe die Unity Global World inhaliert und zwar mit inhaliert meine ich durchgearbeitet, wirklich durchgearbeitet. Jedes einzelne Video davon und ich habe GoPro halt 4-5 Mal gelesen. Und das einzige außerhalb von Unity Global Training, was ich hier besucht habe, ist Las Vegas GoPro gewesen, wo ich war. Und das ist ja mehr oder weniger Unity Global, weil die Hälfte des Raumes ist Unity Global. So, also von daher, das kommt aufs Gleiche dann wieder raus. So, das heißt, das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Und ich glaube, das fasst die Frage ganz gut zusammen. Welche Inhaltsstoffe braucht man? Und das sind die. Und übrigens, weil wir uns alle immer so krass unter Druck setzen. Ich habe mich so hart unter Druck gesetzt damals. Ich habe gesagt, ich will der Jüngste, ich will der Jüngste, ich will der Jüngste, ich will der jüngste Diamond sein. Ich meine, letztlich haben wir das dann geschafft. Aber Fakt ist, also nicht der jüngste Diamond weltweit, aber Europas auf jeden Fall. Aber was ich damit sagen wollte ist, ich habe mich immer so krass unter Druck gesetzt, dass ich gesagt habe, ich muss es jetzt in 2 Jahren schaffen, in 1 Jahr schaffen, in 3 Jahren oder was auch immer. Soll ich euch mal was sagen? Und wenn es 10 Jahre dauert? Das interessiert doch nicht. Ob 10 Jahre, ob 3 Jahre, ob 5 Jahre, ob 8 Jahre. Am Ende des Tages ist doch nur eine Frage, ob wir ins Ziel kommen. Guck mal, bei einem Marathon. Da sind ja meistens die Äthiopier und wer auch immer, das sind 5 Leute, die vorrennen. Die völlig, die ihr Leben lang nichts tun, außer rennen. So, die wiegen irgendwie 24 Kilo und rennen einfach nach vorne und rennen da einfach komplett durch das Ding und schreiben Geschichte. Aber von den 40.000, die da hinten dran laufen, was haben die für ein Ziel?
Die haben das Ziel, ins Ziel zu kommen. Und nicht als Erster. Das heißt, denen ist es egal, ob die jetzt 3 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden, 12 Stunden brauchen. Die wollen ins Ziel kommen. Die wollen einfach sagen, Digga, ich habe den Marathon gelaufen. Und das soll dein Ziel sein. Das ist dein Ziel. Anzukommen. Ist egal, ob 6, 7, 8 Jahre, 10 Jahre dauert. Wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich sage euch das vom tiefsten Herzen. Ihr müsst euch nicht so einen Stress machen, den ich mir gemacht habe. Und meistens dauert es dann nicht so lange. Wenn man sagt, okay, pass auf, ich lasse mir 10 Jahre Zeit und mach das, meistens dauert es dann nur irgendwie 5. Weil man wird ja besser mit der Zeit. Irgendwann ist es nämlich exponentiell. Nächste Frage. Ich glaube, da kann man gleich ganz, ganz gut anschließen mit der Frage, weil du ja doch einer warst, du bist gestartet. Und wer deine Story so kennt, bei dir hat es ja ein bisschen gedauert, bis du ins Fahren gekommen bist. Ja? Und so geht es halt vielen Leuten. Sie registrieren sich heute, ja, sagen am ersten Tag, ich bin top motiviert, ich mache das, am nächsten Tag stehen sie auf und irgendwie haben sie vergessen, dass sie sich am letzten Tag registriert haben und sind plötzlich im Zeugenschutzprogramm oder was auch immer. Ja? Das ist einmal ein wichtiger Punkt. Warum ist deiner Meinung nach so wichtig, dass man dieses Momentum einfach mitnimmt und gleich startet? Einfach diese, so wie es Unity Global auch irgendwo vorgibt, unter Anführungszeichen, dass man sagt, okay, man versucht gleich in den ersten 2 Tagen Executive zu werden. Warum diese ganzen Benefits, die man dadurch hat, einfach auf der Strecke liegen lassen? So wie du gerade gesagt hast, Marathon, das ist wie wenn du dich für einen Marathon anmeldest, am Start stehst und einfach stehen bleibst und alle wegrennen. Das ist halt so sehr, sehr, sehr... Sehr geiles Beispiel. Ja, unerklärlich. Sehr geiles Beispiel. Sehr geiles Beispiel. Und meistens passiert, wenn du nämlich am Start stehen bleibst in der ersten Reihe, die meisten trampeln nämlich über dich drüber und kümmern sich nämlich einen Scheißdreck um dich. So, das wird nämlich dann auch passieren. Und du hast gerade eine Sache gesagt, da gibt es eine Formel für. Und es nennt sich Success Loves Speed. Erfolg liebt Geschwindigkeit. Und zwar so, 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 so krass. Du wirst sehen, dass die Geschwindigkeit dir irgendwann helfen wird. Das ist wie folgt, und zwar nimmst du ein Segelboot, und zwar wenn ein Segelboot richtig ausgerichtet ist und richtig in den Wind ausgerichtet ist, dann nimmt das richtig, richtig, richtig Speed auf. Und genau das Gleiche passiert bei Unity Global. Wenn du nämlich am Anfang, sagen wir, der Marco ist jetzt ein Freund von mir, der kommt zu mir und sagt, ey Taylor, ich habe da was kennengelernt, wir schauen uns zusammen die Präsentation an und so weiter, wir setzen uns hin und er registriert mich. Wenn ich jetzt Marco quasi so ein bisschen als mein Atomkraftwerk sehe, und ich einfach nur hingehe und wie so ein Saugnapf. Ich hänge mich einfach an Marco, weil das ist ja derjenige, der mich reingebracht hat. Also für mich ist Marco derjenige, der genau weiß, wie das Geschäft funktioniert. Der Marco ist derjenige, der der Profi auf dem Bereich ist, weil ich bin es ja noch nicht. Heißt, was ich am Anfang gemacht habe, ist, ich habe mich an meine Upline dran gehangen. Und zwar richtig krass. Wie so ein Oktopus mit seinen Saugnäpfen. Ich war so... Ich bin eben richtig auf die Eier gegangen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Irgendwann habe ich ihn halt einfach überholt. Und dann hat er irgendwann aufgehört und dann hat der da drüber aufgehört und 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 dann irgendwann ist es nur noch Fireman, Fitzner und Danny gewesen. Da habe ich mich aber hinentwickelt. So. Heißt, du musst dir das vorstellen, die Person, die dich registriert, an die solltest du dich am Anfang auf jeden Fall wenden. Arbeite mit der Person zusammen. Ich gebe zum Beispiel unserem Team immer und immer wieder eine große Sache mit auf den Weg. Und das ist, wenn du im Network Marketing startest, fang dringend, dringend an, ganz, 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 ganz viel Zeit mit deiner Upline zu verbringen. Ich kann zum Beispiel eine Sache jedem im Call empfehlen. Das ist ein ganz, 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 ganz gutes Praxisbeispiel. Wenn du jemanden registrierst, die ersten 14 Tage solltest du jeden Tag mit dieser Person einen Zoom-Call machen. Zum Start des Tages idealerweise. Jeden Tag. Weil wenn du jeden Tag mit dieser Person einfach sprichst und sagst, hey, was ist gestern gelaufen? Hey, das ist wie so ein Morgenmeeting, wenn man das so möchte. Also wenn man das jetzt mal ganz doof sagt. Jeden Morgen um, keine Ahnung, um 7, um 8, um 9, um 12, um was auch immer, einen Call zu machen, zu sagen, hey, Marco, was ist heute gut gelaufen? Hey, Marco, was ist heute schlecht gelaufen? Hey, an wie viele Menschen hast du eine Präsentation geschickt? Wie sieht's aus? Lass uns arbeiten. Kann ich dir was helfen? Ah, meine Mama hat mir erzählt, das ist nicht und das ist nicht. Hey, soll ich dir vielleicht mal einen Call anbieten mit deiner Mama zusammen? Weißt du, wie viele Calls ich schon mit Mamas und Papas gemacht habe, um den Leuten die Angst zu nehmen? Und jetzt denkt ihr vielleicht, das sind nur 16, 17, 18, 19-Jährige. Hahaha, denkst du? Das sind gestandene Männer. Gestandene Männer und Frauen, die mitten im Leben stehen, die Angst hatten, ihren Eltern darüber zu erzählen. Ich habe mit Eltern Calls gemacht.
Ich habe mit Omas und Opas Calls gemacht, weil deren Meinung denen wichtig war. Ich habe denen Rede und Antwort gestanden. Warum? Weil ich 2 Wochen lang die Leute am Anfang immer begleitet habe. Kann ich auch dir, Marco, nur empfehlen für dein Team, dass wenn du jemanden registrierst und in deinem Team, du musst ein Stück weit für die auch da sein und sagen, hey, pass mal auf, keine Ahnung, du hast irgendwie den Jan und der Jan startet und der ist in der 93. Ebene bei dir. Es interessiert nicht, in welcher Ebene der ist. Spannend ist, ist ihm zu sagen, hey, pass auf, wenn du irgendwas hast und wenn du sagst, du brauchst irgendwas von mir, sag mir Bescheid. Wenn du einen Call brauchst, wenn du hier was brauchst und so weiter und so weiter. Und das, wenn man das weitergibt in sein Team, dupliziert sich das irgendwann. Da zu sein, vor allen Dingen in der Anfangsphase, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn ich denke, vor allen Dingen die Anfangsphase entscheidet halt. Nicht jeder ist so, wie ich es war, der am Anfang super motiviert war. Ich habe mir das Wissen geholt und angeeignet und dann aber nach 3 Monaten habe ich gesagt, ah, das ist aber nichts für mich, ich weiß nicht und ich hatte nicht so den Erfolg, den ich irgendwie wollte. Und dann bin ich aber nochmal hingegangen und war demütig genug, mich unter Damien mehr oder weniger einzuordnen, so nach Motto, und zu sagen, okay, ich lerne jetzt von ihm, weil anscheinend ist der besser in dem, was wir da machen. So, das ist so dieses Alpha-Problem, wenn jemand ein Alpha-Tier ist. So, jemanden, also unterzuordnen, immer schwierig für Alphas. So, heißt, hinzugehen und tatsächlich davon zu lernen. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass man im Team, es ist ja oft nicht gar nicht mal so einfach, ja, weil oft ist es ja so, du gibst ja den Leuten schon beim Closing oder beim Einstieg in das Business mehr oder weniger mit auf den Weg, dass sie sich ja so oder so jederzeit melden können und du aber schon am Anfang auch dranhängst und sagst, okay, wie waren deine ersten 3 Tage, wie war das, ja. Oft ist es ja aber auch doch so, dass es halt leider, wie du schon sagst, durch den Einfluss anderer und den Leuten in ihrem Umfeld, ja, dass sie schreiben sich heute ein, morgen hören sie das Scheiße und sie blockieren dich vielleicht sogar. Ja. Also wirklich so Zeugenschutzprogramm, so absolutes Zeugenschutzprogramm. Ja. Aber ich kann auch wirklich nur jedem mitgeben, so habe ich es nämlich auch gemacht, also mein Sponsor ist ja der Sascha. Der Sascha war für mich mehr oder weniger gleichgestellt wie Familie, also er kennt meinen Vater seit der Jugend und er kennt mich, seitdem ich auf der Welt bin, und das war bei mir auch eine ganz andere emotionale Sache. Ich war ja davor schon im Network woanders und habe mich dann mehr oder weniger auch aus Emotion für das Ganze entschieden. Nicht nur, weil ich erkannt habe, dass Jeunesse einfach top ist, sondern einfach auch aus Emotion. Aber einfach, an, so wie er sagt, einfach an die Leute dranhängen und einfach, ich glaube, du, Taylor, hast das bei Love Life Passport einmal in irgendeinem Video gesagt. Du bist immer nur so gut wie die 5 Menschen in deinem Umfeld. Also das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil du kannst nicht woanders hinwollen, wo jetzt zum Beispiel ein Taylor ist und dich dann aber mit einem, weiß ich nicht wem, umgeben, ja, der nie dorthin kommen würde, wo Taylor jetzt ist. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Also du musst wirklich auch so weit bereit, ein Stück bereit dafür sein, dass du sagst, okay, du gehst jetzt her und änderst auch irgendwo dein Umfeld. Und das radikalst. Sonst wird das einfach nichts und sonst kriegst du diese Geschwindigkeit auch überhaupt nicht zusammen. Ja. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auch immer anspreche. Aber gehen wir gleich zum nächsten. Ich habe noch 2 Punkte, Taylor, bevor wir zu einem Punkt kommen, wo ich glaube, dass du absoluter Profi bist, wo wir nur von dir am besten lernen können. Aber fangen wir mal an. Und zwar, wie wichtig würdest du Events und Calls deklarieren für den Erfolg oder für den Weg zum Erfolg? Sag nochmal die Frage bitte, ich habe es gerade nicht. Wie wichtig würdest du Events und Calls empfinden für den Weg zum Erfolg? Das ist genauso, wenn du eine Tomatensuppe machen willst und keine Tomaten hast. Das trifft es eigentlich auf den Punkt. Dann wird das keine Tomatensuppe. So, also ja. Das ist tatsächlich die sehr unromantische Antwort hinter der Frage. Denn ich habe die ersten 3,5 Jahre keinen einzigen Call, kein einziges Event, nichts verpasst. Nichts. Ich habe es zu meiner absoluten höchsten Priorität gemacht. Bei jedem Online-Seminar, Workshop, Event. Nehmen wir zum Beispiel mal die Unity Global Convention dieses Jahr. Du willst im Network Marketing erfolgreich werden, hast aber noch kein Ticket für die Unity Global Convention in Dubai. Na, dann sag ich dir jetzt, dann wird das nichts. Ausrufezeichen. Das ist, weiß ich nicht, vielleicht werde ich auch Gast für so eine sehr direkte Art. Aber die Wahrheit ist die, ich kenne keinen anderen Weg. Vom Zuhause sitzen
und vom Zuhören alleine wird halt einfach niemand erfolgreich. Aber was wäre denn, wenn du dir ein Ticket holst, du dir auf deine Tabelle, die ich eben gerade gesagt habe, und zwar nicht bei der Convention, bei der Convention, und dann gibt es Probleme auf dem Weg. Kein Geld, kein Urlaub, kein hier, kein da, kein da. Was ist denn, wenn du sagst, hey, pass mal auf, dass du dich um diese Punkte Stück für Stück kümmerst? Sprich, du holst dir als allererstes mal ein Ticket, das heißt, du committest dich gegenüber deiner Upline, dass du mit dabei bist. Hat ja auch ein bisschen was mit Respekt zu tun. Wenn Marco zu mir hinkommt, ich bin der neue Partner, ich will die Zeit von Marco, dass er mit mir arbeitet und ich einfach nur die ganze Zeit fordere von ihm. Das Leben ist ein Energiespiel. Wenn ich immer nur nehme und nicht gebe, dann wird es schwierig irgendwann. Heißt also, ich hole mir ein Ticket für die Convention, gebe also Marco damit das Signal, Marco, ich will, heißt, jetzt fängt er an, mit mir zu arbeiten. Jetzt verdienen wir uns das Geld bis dahin. Oder man sagt, hey, pass auf, wie viele Teampartner willst du bis dahin mitbringen? 5, 10, 20, 30, 5, vielleicht aber auch nur 2. Vielleicht machst du es aber auch so, das ist auch ein ganz smarter Gedanke, und sagst, hey, du, Mama, Papa, pass mal auf, ist ganz einfach, ich sponsere euch Dubai, und zwar dieses Jahr, und zwar schenke ich euch 2 Tickets zu der YouTube Global World Convention. Wir fliegen gemeinsam nach Dubai, verbringen mal ein bisschen Zeit, ein bisschen Vater-Sohn-Zeit, Mama-Papa-Sohn-Zeit, wie auch immer man es nennen möchte, und dann kommt ihr einfach da mal mit hin und schaut euch das gemeinsam mal mit mir an. Auch nicht so schlecht. Könnte man auch mal machen. Oder viele andere Dinge. Fakt ist, jedes Event sollte für dich allerhöchste Priorität haben. Allerhöchste Priorität haben. Jedes Event, jedes Online-Training. Jeden Samstag um 11 Uhr gibt es von Cars und Kevin ein Online-Training. Wann warst du das letzte Mal auf diesem Online-Training? Gestern nicht? Naja. Wenn du nicht drauf warst, hast du dir wenigstens den Call hinterher runtergeladen und dir angeschaut. Das sind all diese Dinge. Es wird immer auf der einen Seite gefragt, warum bin ich noch nicht da und da und da und da? Und dann stellt mir mal eine Frage, warst du auf dem letzten Training? Hast du das gemacht? Hast du dein Ticket schon? Nein, nein, nein. Ja, dann brauchen wir nicht weiterreden. Weil da hast du die Antwort. Übrigens, Arthur sagt gerade, Prioritäten 100%. Ich glaube fest an eine Sache. Und zwar, ich glaube wirklich ganz, ganz fest daran, dass wenn man, guck mal, wisst ihr was, ich kann das Instantly Ageless Video, kann ich auswendig. Ich kann das mitsprechen. Aber soll ich dir was sagen? Mir ist es irgendwann so auf den Sender gegangen, dass ich dieses Video immer und immer wieder gehört habe, weil ich einfach immer jeden Tag Präsentation gemacht habe und immer wieder kam dieses Video und immer und immer und immer und immer wieder. Irgendwann war es so, dass in einer Präsentation, die gesprochen worden ist, vielleicht von irgendjemandem, der vielleicht ranggleich war oder auch einen kleineren Rang hatte oder was auch immer, der hat dann irgendwann in der Präsentation einen Satz gesagt, der meinen Tag völlig auf den Kopf gestellt hat. Ein Satz nur. Das heißt, in meinen täglichen Routinen und Prioritäten, die ich gesetzt habe und in den Trainings, habe ich vielleicht Dinge, 98% davon wusste ich bereits. Und dann kommt irgendwie so ein Satz. Und der dreht dein Business so, und du denkst so, wow, wo kam das denn jetzt auf einmal her? Und das kommt genau durch so Dinge zustande. Wenn man einfach jedes Business-Meeting, jedes Offline-Meeting, jedes Online-Meeting einfach mitnimmt. Also ich habe die Frage ja bewusst gestellt, aus dem einfachen Grund, weil es ja einfach viel zu oft der Fall ist, dass man einen Call ansetzt und dann, weiß ich nicht, 50 Zusagen hat und im Endeffekt sitzen 10 Leute in dem Call drin und du denkst, okay, wo sind die Prioritäten von den anderen 40, ja? Und dann aber im Nachhinein zu fragen, okay, und warum bin ich aber noch nicht dort, wo du bist oder warum bin ich noch nicht dort, wo er ist, ja? Und hier sind wir einfach wieder beim Marathon. Du musst einerseits einfach mal loslaufen, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn du das mal gemacht hast, am besten du hängst dich an den Rad. Und das ist das, was ich vorher noch ansprechen wollte. Wenn du vom Start weg nicht mitläufst mit den anderen, kannst du dich nirgends mehr dranhängen. Weil es ist ja auch beim Marathon so, dass sich die Leute oft gegenseitig pushen und sagen, komm, jetzt beiß noch einmal durch oder jetzt zieh noch einmal mit die letzten 500 Meter, was auch immer. Ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Network Marketing ist halt einfach ein Marathon und ein 90-Day-Run ist ein Sprint. Ja, und das muss man halt einfach auch irgendwo im Kopf behalten. Und es ist klar, dass man nicht ein ganzes Jahr lang einen Run machen kann, aber man kann einfach gemütlich dahin joggen und diesen Drive einfach niemals verlieren. Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige, weil denen wäre heute sicher nicht da, wenn er
wo er heute ist, wenn er nicht jeden Tag mehr gearbeitet hätte als alle anderen. Und das ist ein wichtiger wunderbar. Punkt. Und eine Sache noch, und das ist das, was viele Leute vernachlässigen. Ja, also mir ist aufgefallen, ich habe jetzt irgendwo schon einfach diese Leaderrolle eingenommen in meinem Team. Geile Sache, ja. Aber ich finde persönlich, dass viel zu wenige Menschen für ihr eigenes Team diese Rolle einnehmen und da halt wirklich sich abputzen und sagen, hey, Marco oder Taylor oder Mario ist eh da. Ja? Und ich glaube, das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn du irgendwann diesen Aufschwung auf diese Leaderrolle verpasst, wirst du ihn, glaube ich, nicht mehr bekommen. Und da kurz die Frage an dich, wieso ist es wichtig, selbst auch sich als Leader zu sehen und sagen, okay, das ist meine Downline, die habe ich aufgebaut, nicht Markus Downline. Ja. Und was sagst du zu dem Thema richtige Duplikation mitnehmen oder richtige Duplikation anwenden? Ich glaube tatsächlich, nicht jeder ist ein Leader. Punkt. In Fakt, eigentlich sind sogar 99% keine Leader. Das ist einfach so. Die wenigsten Menschen kommen in Führungspositionen. Die wenigsten Menschen, auch in der Arbeit, also wir können ja mal über Jobs sprechen. Wie viele Menschen kommen denn, warum ist die Pyramide denn so spitz nach oben? Warum gibt es denn einen Hoteldirektor und nicht 10? Weil nicht jeder das kann. Also es ist eigentlich relativ einfach erklärt. Nicht jeder möchte das. Und nicht jeder kann in diese Position reinwachsen. Heißt, und das ist das Tolle bei Unity Global, bei Unity Global haben wir die Chance, dass jeder sich andocken kann an Unity Global, an das Kraftwerk, wenn du es so möchtest, Unity Global. Ob du Leader bist oder nicht. Wenn du, Marco, jemand bist, sagst, ey, pass auf, ich bin jemand, der will ein Team führen, ich will Verantwortung übernehmen, in guten und auch in schlechten Zeiten, ich bin derjenige, der nach vorne geht, ich komme mit Innovationen, ich bin, wie Daniel immer so schön sagt, resourceful. Das heißt, ich komme mit Ideen um die Ecke, ich integriere Strategien, ich integriere Calls, ich mache Team-Calls und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn du jemand bist, der so ist, dann kannst du von dir oft nicht quasi schließen auf jeden Einzelnen bei dir im Team. Ich habe das bei mir am Anfang gemerkt, als ich das allererste Mal, ich will nicht sagen alles verloren habe, aber naja, eigentlich schon, eigentlich alles. Also als mein Team das allererste Mal aufgehört hat zu arbeiten, da habe ich gemerkt, es ist alles an mir hängen geblieben und nicht an der Duplikation im Team. Heißt also, es hat nichts gegriffen. Das heißt, ich habe jemanden gesponsert, der jemanden gesponsert hat. Ich habe bis in die 17., 18., 19., 20. Ebene gearbeitet, jeden einzelnen Tag und habe mir gedacht, hey, warte mal, warum mache ich das denn jetzt eigentlich? Da sind doch 20 Leute dazwischen, die das auch machen können. Fakt ist, ich habe damit kennengelernt, dass nicht jeder Leader sein möchte. Die Menschen, die Leader sein möchten, ich gebe euch gleich mal eine spannende Zahl mit auf den Weg und dann kannst du dir das quasi selber beantworten. Und dann ergibt sich dadurch auch dein Aufgabenfeld. Weil Fakt ist, dass ich der Meinung bin, dass sich herauskristallisiert mit der Zeit, wer es wirklich will. Und wisst ihr, was das Spannende ist? Oft sind es nicht die du jetzt gerade denkst. Ich habe nämlich teilweise die Erfahrung gemacht, ich habe gesagt, boah, wenn ich den registriere, hey, dann Bombe, dann passt alles und dann ist alles perfekt. Das waren diejenigen, die nächste Woche wieder aufgehört haben, die waren im Zeugenschutzprogramm und waren weg. Ja? Und dann hast du so ein kleines, stilles Mäuschen, die irgendwo in der 23. Ebene von irgendjemand gesponsert ist, die einfach einen Kunden nach dem nächsten registriert, die bei jeder Incentive-Reise mit dabei ist, die jede Promo mitnimmt und so weiter. Und denkst du so, ey, wo kam sie denn jetzt her? Und dann gehst du hin und das ist das, was Scott Olsen mir beigebracht hat, kurz zur, dass ihr wisst, wer Scott Olsen ist. Also wenn mal von mir hochgehend, mein Account, Fabian Fitzner, Daniel Feier, Calvin Becerra, Todd Hartog, noch zwei Leute und dann Scott Olsen. Also da ist, und danach kommt nur noch Ken Porter und danach kommt Wendy. So, das heißt, Scott Olsen hat mal eine Sache erklärt. Und zwar hat der, ihr müsst euch das vorstellen, du nimmst jetzt deinen Account. Jetzt malst du mal links und rechts zwei Kreise, machst also den Executive, dann machst du den Rising Star und jetzt malst du mal ganz, ganz viele Sachen hin. So, also ganz, ganz viele Kreise. Und jetzt findest du irgendwo in der 396. Ebene jemanden, der Leader-Qualitäten hat, der sich rauskristallisiert, der am meisten ruft, der am meisten winkt und sagt, hey, ich will Aufmerksamkeit.
Und der bekommt aber keine Aufmerksamkeit, weil vielleicht der Lead, die Upline aufgehört hat oder hier oder da oder was auch immer. Dann ist es deine Aufgabe, auf diesen kleinen Funken Benzin drauf zu kippen. Und das definiert einen Leader. Und du kannst nicht davon ausgehen, dass jeden, den du sponsorst, wenn jetzt der Marco den Mario sponsert, den Taylor sponsert, Emilia sponsert, wen haben wir noch hier, den Matthias sponsert, Lydia, Jürgen, Patricia, Matthias, Ben, sponsorst sie alle. In der Einhornwelt sind die alle Diamonds. Die Wahrheit ist folgende. Ich habe gesponsert 165, glaube ich, oder 166 Leute. In 4,5 Jahren. Das ist nichts. Nichts. In 4,5 Jahren. Das ist einer die Woche oder 0,8 die Woche, wenn du es mal möchtest. Achtung, das gesamte Team, über 8.000 organisch aufgebaute Partner, ist verteilt auf 9 Beine. 9, liebe Leute. 9. Das ist doch nicht viel. Und wenn man das mal versteht und sagt, okay, pass mal auf, wenn jetzt Marco, du sponsorst mich, ich sponsor B, B sponsor C und B hört auf, A hört auf, ich höre auf, aber C gibt Gas, dann ist es Marcos Aufgabe, dich um C zu kümmern. Und da zeichnet sich Leadership aus. Und das macht nicht jeder. Das macht einfach nicht jeder. Und wisst ihr was? Es ist nicht das Problem, dass jeder, es muss nicht jeder machen. Was verändert wirklich Leben? 1 Million? Also 1 Million Euro? Verändert das wirklich dein Leben? Ich würde sogar sagen, nein, tut es nicht. Was wirklich das Leben verändert ist, wenn die alleinerziehende Mama 500 Euro im Monat dazu verdient, wenn der alleinerziehende Papa seine Miete durch Network Marketing bezahlt ist, wenn irgendwie jemand seine Mutter in Rente schicken kann, wenn er die Behandlung seiner Oma bezahlen kann, wenn er was auch, das ist das, was wirklich etwas verändert. Nicht jeder will Diamond werden, nicht jeder wird Diamond. Und das ist okay und das ist völlig in Ordnung. Aber Fakt ist, ich habe in meiner Organisation, ich hab tausende von Leute, die zwischen 300 und 1000 Euro im Monat verdienen. Die wollen gar nicht mehr verdienen. Die sind totally happy damit. Und das ist völlig in Ordnung so. Ich nehme einfach jeden so, wie er ist. Ganz einfach. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Und Fakt ist, du wirst, wie viele Leute hast du jetzt gesponsert, Marco? Knapp 20, 18 sind es. So. Und von denen, jetzt kannst du ja runterrechnen, bei mir sind es also, sagen wir mal, 10 Leute, um es einfacher zu rechnen, jeder 1,6. Nee, warte mal, andersrum gerechnet. Warte. Jeder. Nur mal einfacher zu rechnen. Jeder 17. bei dir wird ein Leader, wenn du meine Formel nimmst. Das heißt, du hast erst einen in deiner gesamten Organisation, den musst du finden. Ja. Wenn man es mal rechnet. Und jetzt kann sich jeder, jetzt kannst du quasi Mario, jetzt nimmst du, Mario, wie viele Leute hast du gesponsert bis jetzt? 37 sind es, glaube ich, jetzt. 37. So, wenn wir nach meiner Formel gehen, weil es gibt auch Leute, die eine bessere Formel haben, aber das ist meine. So, Mario hat 37 gesponsert, also wenn wir meinen nehmen würden, dann hast du schon 2 in deiner Organisation, Mario. Ungefähr, kann man mal rechnen, die irgendwo in deiner Orga sind. So kann man es rechnen. Network Marketing ist ein Zahlenspiel. So sehe ich das. Ja, absolut, absolut. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Ich glaube, das ist auch für viele, viele die spannendste, weil es einfach für die heutige Zeit sehr relevant auch ist. Also ich persönlich, ich war immer schon ein absoluter, also wirklich eine absolute Flasche in Social Media. Absolut. Also alles, was ich gelernt habe, und das ist jetzt, ich tease das jetzt ganz kurz an, wenn das für dich okay ist, Taylor. Also ich habe das, was ich für mich für Social Media gelernt habe, alles von Love Life Passport rausgezogen. Alles. IGTV-Videos, YouTube-Videos und. Und ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen, der es noch nicht kennt. Die meisten werden es kennen. Wer es noch nicht kennt, unbedingt zieht euch das rein. Ja? Aber jetzt einmal so wirklich auf unser Business runtergebrochen. Was sind so für dich
die Sachen, die man einerseits beachten muss für, egal ob es jetzt Facebook oder Instagram oder welche Plattform auch immer ist, um da einerseits organische Reichweite aufzubauen in einer gewissen Hinsicht, ja, und andererseits halt auch wirklich zu sagen, okay, du kommst mit Menschen in Kontakt und du ziehst halt auch wirklich Leads aus der ganzen Sache raus, weil da scheitern die meisten. Viele posten unendlich viele Fotos oder was auch immer, ja, aber am Ende des Tages zählen ja nur die Zahlen unterm Strich und da scheitert es bei den meisten. Kontext und Dokumentation. Kontext und Dokumentation sind die zwei Nummer eins Fehler, die die meisten machen da draußen. Die wenigsten dokumentieren, die meisten kreieren. Keiner dokumentiert da draußen. Die wenigsten dokumentieren. Das heißt, was heißt dokumentieren? Herauszugehen, das, was ich gerade eben gesagt habe, Breakout und Arrival. Escape and Arrival. Von hier will ich weg und hier will ich hin. Und diesen Prozess zu dokumentieren über deine sozialen Medien. Das machen die wenigsten. Die meisten kreieren einfach. Das ist einfach. Das ist eine Ding. Und das zweite Ding ist, die wenigsten setzen die Sachen in den Kontext. Die meisten posten, um zu posten. Die wenigsten posten, um Content zu liefern. Die meisten posten einfach nur, um zu posten. Einfach nur. Ich habe einen Social Media Post gemacht. Ich habe eine Story gemacht. Aber ich habe doch hier, ich habe doch da. Kontext und Dokumentation sind die zwei größten Dinge, die die meisten einfach die meisten Menschen nicht machen. Das ist das, guck mal, und das ist egal, ob das jetzt unser Social Media Brand ist, was du gerade angesprochen hast, oder ob das jeder persönliche Account da draußen ist. Wir dokumentieren einfach alles. Alles, was wir machen. Und das ist der Erfolg dahinter. Wie kannst du das für dich anwenden? Relativ einfach. Mach mal eine Story und sag, hey Leute, ich habe da was kennengelernt. Das ist der absolute Hammer. Zum allerersten Mal traue ich mich überhaupt mal wieder zu träumen, weil irgendwie das, was ich irgendwie die ganze Zeit mache, macht mich weder glücklich, das macht mich unglücklich und das macht mich krank. Ich würde ganz gerne in den Urlaub fliegen, wann ich will. Ich würde ganz gerne nicht mehr dann arbeiten, wenn andere sagen, wie ich muss arbeiten. Und ich würde ganz gerne meine Mutter in Rente schicken, ein schönes Auto fahren, eine neue Uhr kaufen oder was auch immer. Ich mache das jetzt mal. Teste das mal für euch. Und wenn das wirklich so funktionieren sollte, wie ich mir das vorstelle, dann können wir vielleicht irgendwann gemeinsam zusammenarbeiten. Scream it out into the world and figure out later how to do it. Zu Deutsch, schrei es raus in die Welt und finde später erst heraus, wie es funktioniert. Und setz das dann in den Kontext mit deinen Posts und mit dem, was du tust. Was heißt das? Zum Thema Network Marketing, zum Thema Freiheit, zum Thema Remote-Arbeiten, zum Thema Laptop-Business, iPhone-Business, wie auch immer, diese ganzen Wörter, die es ja da draußen gibt. Setz das doch alles mal in den Kontext. Kontext bedeutet, mach doch mal einen Post darüber. Zweimal die Woche, einmal die Woche. Mach mal eine Story darüber, jeden Tag, alle zwei Tage, alle fünf Tage. Immer zu diesem Thema. Kontext und Dokumentation. Zwei große Dinge. Und last but not least, Consistency. Auch hier wieder Durchhaltevermögen. Die meisten sagen, ich mache jetzt mal ein Jahr lang, mache ich jetzt Instagram Lives. Und am dritten Tag sind sie schon wieder weg. Das ist halt leider die Realität. Heißt also, wie kann man es schaffen, in irgendeiner Art und Weise Kontext zu schaffen zu dem, was man macht und jeden Tag etwas auf den sozialen Medien zu tun. Jeden Tag. Geh doch mal neue Wege. Geh mal auf TikTok. Mach die Reels. Instagram, LinkedIn. Die wenigsten sind auf LinkedIn. Der Kräuter hebt ja LinkedIn in den Olymp die ganze Zeit. Und es funktioniert. Frag Mario Steiner. Der weiß ganz genau, wie es funktioniert bei LinkedIn. Der macht das jeden einzelnen Tag. Wenn Instagram nicht dein Medium ist, mach Snapchat. Wenn Snapchat nicht dein Ding ist, mach Instagram. Wenn Instagram dein Ding nicht ist, mach Facebook von mir aus. Du kannst die Leute einladen und sagen, hey, pass auf, ich packe dich in eine eigene Facebook-Gruppe bei mir mit rein. Da mache ich jede Woche zwei, drei Live-Videos zum Thema Network-Marketing oder zum Thema ändere dein Leben, was auch immer. Hol die Leute da rein, gib Free-Content, deliver und die Leute werden auf dich zukommen. Hey Marco, was machst du eigentlich beruflich? Ja, können wir uns gerne mal drüber unterhalten. Lass uns mal zoomen. Das wird kommen. Dokumentiere den Prozess. Halte den Kontext. Idealerweise übrigens, kleiner Tipp, nicht unbedingt zu Network-Marketing. Weil du wirst zerrissen in der Social Media Welt für Network Marketing.
So, wenn du das machst. Es sei denn, du bist an einem Level, wo Daniel ist, da wirst du nicht mehr viel zerrissen, da wirst du gefeiert für. Fakt ist, wir sind alle nicht an dem Punkt, wo er ist. Ganz wichtiger Punkt. Sprich über Freiheit. Sprich über selbstbestimmtes Leben. Sprich über Dinge, die die Menschen da draußen hören wollen. Jeden Montag die gleiche blöden Kollegen zu sehen. All diese Dinge, die die Menschen wirklich interessieren. Ganz, ganz wichtige Punkte. Ich hoffe, das beantwortet das so ein bisschen, weil das Thema ist so vielfältig. So vielfältig könnte einen ganzen Workshop draus machen, wie man das Ganze aufklamüsert. Aber die meisten machen es halt eben einfach falsch. Die meisten machen es falsch und zwar posten irgendwie die erste Woche und kriegen die ersten 3 Hate-Kommentare und lassen es dann wieder. Da sind wir wieder beim gleichen Spiel, Wegwerfgesellschaft. Wir sagen, wir machen das jetzt und dann wird es wieder nicht gemacht. Ja, sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, da, wie du sagst, kann man unendlich lang drüber reden, gerade du und Annika wahrscheinlich auch. Aber wie gesagt, jeder, der sich da ein bisschen Input holen will, von mir wirklich der Tipp, auf Love Life Passport einfach nur folgen und vielleicht die Glocke anmachen und dann bekommt man eh alles mit, was kommt. Und es kommt wirklich daily und meistens öfter am Tag einfach so viele Nuggets, die man da mitnehmen kann. Und es sind unglaublich viele Videos online, die kosten alle keinen einzigen Cent. Die kann man sich alle angucken und allen drum und dran. Und da ist so viel Wissen, also man muss keinen einzigen Cent dafür ausgeben. Es gibt so viel Wissen da draußen, was, wenn man die richtigen Fragen stellt. Wir haben 120 IGTV-Videos zum Thema online. Wir haben 80 YouTube-Videos. Wir haben einen Podcast, der draußen ist. Wir haben so viel Content, das schaffst du gar nicht alles in einem Monat durchzuarbeiten. So, also von daher, arbeit's einfach durch und da ist alles, was ihr in irgendeiner Art und Weise braucht. Ja, mega, mega, mega. Ich gebe dann auch ganz kurz noch an Mario ab, wenn er noch möchte, dass er vielleicht für sein Team noch ein paar spezifische Fragen stellt oder auch ihr Leute, ihr könnt es gerne in den Chat noch reinschreiben, wenn euch irgendwas am Herzen liegt und Taylor euch das beantworten soll. Er hat jetzt noch, ich sag mal, 10 Minuten, dann ist bei ihm soweit, dass er weg muss. Also nutzt das vielleicht noch aus und wenn nichts mehr kommt, dann von mir jetzt schon mal ein riesen, riesen Dankeschön an dich, Taylor. We stay in touch und auf jeden Fall. Perfekt. Dann lasst uns das Event promoten, hätte ich gesagt, am 25. So ist es. Genau so machen wir das. Ja. Also für die, die es noch nicht mitbekommen haben, am 25.07. freuen wir uns schon total für alle, die online in Wirklichkeit jetzt einmal Partner geworden sind in den letzten Monaten, euch herzlich zu begrüßen auf dem ersten Offline-Event in Wien. Und ladet ein, was geht. Das wird sicher bombastisch. Der Marco und ich und viele andere, Marco Wirth kommt auch zu Gast, ja, und ganz viele andere, die ihr noch nicht persönlich kennengelernt habt. Das ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, um sich untereinander auch ein bisschen auszutauschen, um das große Ganze zu sehen, abseits der Online-Welt, weil in den Webinaren ist dir wahrscheinlich schon aufgefallen, in dieser Form, wie wir es heute machen, siehst du die anderen, aber in der klassischen Form siehst du niemanden außer den Sprecher. Und dementsprechend ist das super wichtig. Dort werden wir auch ganz klar nochmal für Dubai die Promotion auch machen, da auch wirklich sehr viele Menschen einladen, dass wir Dubai ausverkaufen, ja, und das wird auf jeden Fall passieren. Die Frage ist, ob du ein Ticket hast. Ja. Ich habe mein Hotel schon gebucht und alles andere. Die Frage ist, was du machst. Ja. Und wenn du, wie der Taylor und der Marco das so schön in den Fragen auch gemacht haben, wenn du die Entscheidung triffst, das zu machen, dann mach es auch. Ja. Und das, was der Taylor vorher gesagt hat, das hat mich an etwas erinnert, was ich vor kurzem gelesen habe. Da geht es nämlich ums Parenting. Ja. Bis zu deinem 18. Lebensjahr sind deine Eltern da, die dir sagen, was du machst in Wirklichkeit. Meistens. Ja? Und ab diesem Zeitpunkt musst du dich selbst faktisch erziehen. Ja? Unter Anführungszeichen. Das heißt, diese Parenting-Aufgabe, die die Eltern für dich hatten, die übernimmst dann früher oder später du. Und der eine begreift das schneller und der andere begreift das erst später, dass du die volle Verantwortung für deine Handlungen und für dein Sein übernehmen solltest. Und ich kann dem auch nur zustimmen, was der Taylor gesagt hat, nutzt nur das, was in der Unity Global World ist. Wirklich. Ja. Es wird so viel gesprochen von Menschen, die gar nicht mehr in der Branche tätig sind und wird so viel gesprochen von Menschen, die weniger Erfolge haben als die Leader im Team Unity Global. Somit hört auf das, wo
echte Resultate da sind. Ich würde niemals jemandem zuhören mehr, aus heutiger Sicht, der irgendwann mal was in der Vergangenheit geleistet hat und heute nicht mehr abliefert. Weil das ist irgendwann mal, das ist Schnee von gestern. Ja? Wir sind heute im Hier und Jetzt, Rahmenbedingungen sind so und dementsprechend das nutzen und einfach diese Calls nutzen, für die, die jetzt nicht live dabei waren, denen unbedingt die Aufzeichnung schicken, dass sie sich das anschauen und ansonsten, ja, Frage gibt es keine, ich glaube, es ist alles beantwortet. Danke, Taylor, für deine Zeit, für alle. Ich hab noch eine kleine Sache für Taylor, und zwar, nachdem wir jetzt dieses Event haben, sag doch mal einfach von deiner Seite aus, Taylor, wenn Stand heute mit 12. Juli und du weißt, am 25. Juli ist ein Event und du hast jetzt heute neu gestartet, was wäre deine Priorität und wo, wie würdest du das Ganze angehen und was wäre so dein Ziel, wie viele Leute würdest du auf dieses Orga-Event bringen wollen? Ich würde tatsächlich hingehen und mir erst einmal überhaupt eine Liste machen, also von Menschen, die ich ganz gerne einladen wollen würde, überhaupt mal sein Potenzial überhaupt mal aufzuschreiben, weil das machen die wenigsten Menschen. Also wirklich mal aufzuschreiben, wie viele Menschen habe ich, die ich gerne einladen kann. So, also die ich einladen könnte. So, dann sind da, keine Ahnung, 40 Leute drauf oder sowas. Dann würde ich tatsächlich mit meiner Upline sprechen, die Person, die mich registriert hat. Und wenn die zu frisch dabei ist, dann würde ich irgendwo hingehen, zumindest zur Sapphire Upline oder Pearl oder irgendjemand, der auf jeden Fall schon ein bisschen was gemacht hat. Und dann einfach fragen, hey, pass auf, wie können wir das am besten strukturieren, um einfach die Leute einzuladen. Dann würde ich tatsächlich Voice Messages machen. Damit habe ich eine tolle Erfahrung gemacht. Und zwar, ich würde hingehen und eine Voice-Message sagen, hey, pass auf, lieber Patrick, ich habe hier was kennengelernt, würde super, super gerne dich einladen zu einem Event, was in Wien stattfindet. Endlich dürfen wir wieder Events machen, haha, ein bisschen Witz reinbringen, bring schon mal deine Maske mit, was auch immer, kannst ja einen kleinen Witz mit reinbringen. Wir freuen uns drauf, ich habe super limitierte Plätze, würde gerne einfach, weil du mir wichtig bist, würde ich dich ganz gerne einladen zu etwas, was ich in Zukunft machen werde. Und ich glaube, dass das für dich auch super, super interessant sein könnte. So, brauchst nichts bezahlen, sei einfach mit dabei. Ich weiß gar nicht, gibt's für Gäste kostet nichts, ne? Nee. Genau, so. Also ich kann es einfach sagen, hey, pass auf, dein Ticket, das geht auf mich, mach dir keine Sorgen, da brauchst du keinen Kopf drum machen und dann lad die Leute einfach ein. So, was du dann machen kannst, ist, du kannst den Leuten sagen, hey, pass auf, um dir einfach ein paar Informationen vorab zu geben, hier ist ein 10-Minuten-Video, hier ist ein 15-Minuten-Video, hier ist ein 30-Minuten-Video. Wenn du Fragen dazu hast, lass uns gerne einfach mal telefonieren. Aber ich glaube wirklich, dass es wichtig wäre, dass du da einfach mit dabei bist, wenn du einfach was verändern willst, weil guck mal, ganz ehrlich, du siehst, was Corona angerichtet hat. Und ich weiß, dass du auch ein bisschen Struggle hattest mit deinem Job oder mit der was auch immer. Das Ding kann echt eine richtig, richtig gute Alternative dazu sein. Und ich lade dich nicht ein, um dir irgendwas zu verkaufen, sondern ich lade dich ein, weil ich glaube, dass das für dich eine tolle Alternative sein kann. Und weil du einfach ein Freund bist oder eine Freundin. Und genau, so würde ich es machen. Ja, und dann würde ich mir einfach als Ziel stecken, wenn ich gerade neu gestartet bin, mal mindestens 3, 4, 5 Leute dabei zu haben. Das auf jeden Fall. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie viel Platz ihr habt. Ich glaube 100, ne? Dürft ihr maximal? Ja, 100 sind es maximal. Und ich würde einfach hingehen und genau das umsetzen, wie ich es gerade gesagt habe. Einfach, wenn man mal 10 Leute nimmt, ich sag mal, die insgesamt in Wien meinetwegen arbeiten, dass jeder 10 Partner mitbringt oder 10 Interessenten halt eben mit, dann ist die Hütte halt einfach voll. Man kann den Leuten dann auch sagen, hey, pass auf, es gibt 100 Plätze aufgrund von Corona-Auflagen und allem drum und dran. Mehr gibt's nicht. So. Und die sind halt einfach fix. Und wenn du kommst, dann brauche ich von dir eine fixe Zusage. So. Also das kann man in der Promotion auch sehr, sehr gut nutzen. Ja. Ja, mega. Danke für deinen Input. An euch Leute, wenn euch das Ganze ein bisschen noch weitergeholfen hat, ich werde mit Mario in Zukunft enger zusammenarbeiten, weil wir doch den Raum Wien, also ich mittlerweile aus Tirol aus, weil ich nach Tirol gezogen bin, in die Berge, aber wir werden gemeinsam Wien managen, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, wir werden die ganzen Events planen. Vielleicht haben wir mal die Ehre, dass auch Taylor uns mal wieder besucht auf einem Event in Wien und danach gehen wir mal ordentlich feiern mit Taylor. Und alles in allem, gebt mal kurz ein Feedback und wir werden in Zukunft vielleicht auch die Team-Calls, wenn euch das Spaß macht, aber auch einfach einmal vielleicht zusammenziehen und da einfach für alle Mehrwert bieten, weil ich vielleicht andere Sachen habe als Mario wieder andere als Taylor und Taylor wieder andere als ich. Ja, und alles in allem, glaube ich, kann man da wirklich alles sehr gut mit Informationen und Nuggets versorgen. Und kurz noch von mir, schaut, dass ihr das wirklich für euch nutzt, euer Business aufs nächste Level zu heben, schafft ihr nur,
wenn nicht wirklich einerseits die Kontinuität, ja, und andererseits einfach wirklich die Sachen nutzt, die euch dorthin bringen, wo ihr hin wollt. Ja, es bringt euch nicht dorthin, wo ihr hin wollt, Sachen, die ihr aktuell schon macht, die euch dorthin gebracht haben, wo ihr aktuell seid. Ja, ganz, ganz wesentlicher Punkt. Bildet und seid hungrig. Hungrig, Hunger ist das Allerwichtigste. Ich zum Beispiel schaue seit einem halben Jahr verdammt nochmal kein Fern. Warum? Weil es mich nicht weiterbringt. Es ist Nachrichten verblöden, Filme verblöden, alles verblödet, sondern ich schaue lieber einmal auf Taylor seinen YouTube-Kanal oder auf YouTube-Kanal von Love Life Passport oder ich schaue mir Sachen von Dirk Reuter an oder ich lese Bücher oder irgend sowas, obwohl ich jetzt nicht unbedingt der große Leser bin. Aber insgesamt einfach für euch, macht es für euch selber einfach Gehirnjogging und bildet euch so weiter, dass ihr vielleicht gar nicht mehr für eure Upline oder von eurer Upline abhängig sein müsst. Und das sind viele. Und wenn ihr das schafft, steht euch auch nichts mehr im Weg. So viel von meiner Seite. Und ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Danke dir, Taylor. Danke, Mario, auch, dass ihr dabei wart. Und in dem Sinne verabschiede ich mich. Und ja, dir, Taylor, noch viel Spaß in Griechenland. Lasst es euch gut. Vielen Dank, ihr Lieben. Ich klinge mich raus, weil unser Transfer gerade angekommen ist. Wir sehen perfekt. Uns. Alles Liebe. Alles klar. Und ciao, ciao. Ciao, ciao. Servus. Mario, magst du noch irgendwas sagen? Ja, gerne. Ich bin fertig. Perfekt. Alles klar, meine Lieben. Dann. Wie gesagt, dass du mir bezüglich der Teamcalls das schon auf jeden Fall machen. Also ja. Ich kann es ja jetzt in der Runde sagen, ich mache jeden Sonntag um 20.30 Uhr. Also jede Woche. Okay. Das ist ja immer nachher online live. Ich kann dir das durchschicken. Wer da dabei sein möchte, Tag der offenen Tür. Ja. Manchmal sind mehr, manchmal sind weniger. Und die halt wirklich durchziehen wollen, die sind halt immer dabei. Es ist ja. Eh immer okay. Ja, somit. Absolut. Schick dir das weiter und dann let's go. Ja, perfekt. Perfekt, mein Lieber. Dann danke ich euch, dass ihr da wart. Ich werde mal die Aufzeichnung beenden.